Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ja, ihr seht oben, wir waren etwas auf Kaperfahrt, also beziehungsweise ich ohne aufzunehmen. Ja, jetzt bin ich aus lauter Blödheit per Schnellreise nach Nassau gereist. Und die nächste Hauptmission abgestartet und ich habe gedacht, ja, das hatte ich jetzt sowieso dann vor, nachdem ich ein paar Schiffe geplündert habe. Also egal, machen wir mit der Hauptmission weiter. So, this is the new Libertalia, right? Stinks the same as every other squat I've robbed this past year. Oi, oi. Why the long face? You've fallen in love? With your blouse. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safekeeping others from doing the same. Aye. Captain Thatch, as I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated, eh? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? The word is, Cuban governor himself is fixing to receive a mess of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? A little bit of rough? What? So, what's our task? Recruit crew. Ich glaube, ehrlich gesagt, unsere Crew ist ziemlich vollständig. Fleet Mission Success. Okay. Hey, da oben ist ein... Ah, ich sehe ein Shanty. Dann können die Männer ein neues Liedchen singen, während wir über die Meere segeln. Sehr schön. Jetzt müssen wir es nur noch erwischen. Die Scheißdinger sind nämlich oftmals gar nicht so leicht einzufangen. Komm, hopp. Komm, 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 komm. Hol's dir. Yes, Shanty. We got it. So, let's start the next main mission. Hopp, hopp. Und dann... What, another drunkster? Are you fucking kidding me? Did she really just say that? Ich wäre auch schneller zu meinem Schiff gekommen, glaube ich. Egal. Egal, dafür haben wir ein neues Shanty. Was mich auch sehr freut. Ein Shanty kann man immer brauchen. So, na dann. Let's start the next main mission. Hi! What? What? Ich nehme an, hier startet die nächste Hauptmission. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Does it? Does it not? Are you fucking kidding me? I'm not so sure. Kenway's Fleet. Mission report success. Okay, okay. You received the collectible. Na, hier ist auch keine Hauptmission. Are you fucking... What? Ach so. I'm a fucking idiot. Ich muss... vielleicht sollte ich einfach mal das Steuerrad nehmen. Ah. Schon besser. So, sehr schön. Where do we have to go? Let's see. Irgendein was von einem Fort hieß es? Da unten. Main Mission the Fort. Okay. So. Zurück aufs Schiff. Hopp. Sehr schön. Ganz sportlich hat er sich an der Kanone hochgehangelt.
Und dann volle Kraft Richtung Sail to the Sea. Na dann. Volle Kraft voraus. In die Richtung. Jawohl, den nehmen wir mit. Überhaupt kein Problem. Oh shit. I'm an idiot. Okay. Wir sollten einfach links dran vorbeisegeln. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Prove it, my trumps. Unsere schwarzen Segel gehisst. So gefällt mir das. Ich glaube, die sehen gerade sogar schon das neue Shanty. Das kenne ich nämlich jetzt gerade noch gar nicht. Sehr schön. Oh, lauter Schiffsbrüchige hier. Die retten wir natürlich. Wobei unsere Crew ziemlich voll ist, so wie ich das sehe. Aber gut. So Leute kann man immer brauchen davon. Schwimmt schon wieder der nächste Schiffbrüchige. Den sammeln wir selbstverständlich auch ein. Yes. So, gehörst jetzt zu unserer Crew. Da vorne liegt ein bisschen Cargo. Schwimmt ein bisschen Cargo. So ist es richtig. Und jetzt sind wir dann auch schon fast bei der Hauptmission angekommen. Und schon wieder ein Schiffbrüchiger. Der kam jetzt einfach unten aus dem Wasser raus mit seinem komischen Ding. Ha. Finde ich zwar ein bisschen merkwürdig, aber egal. Was kannst du? Was kannst du? Eine Fregatte mit 3000 Reales. Das wäre jetzt wirklich... Das wäre jetzt wirklich... You know what? Die holen wir uns. Fire! Nice. So, kümmern wir uns mal um den. Sehr schön. Oh, shit, 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 shit. Ah, you son of a fuck. You son of a goddamn fire. You son of a bitch. Oh. Sag mal. Rammt uns da einfach volle Kanne. So. Du lässt das? Du rammst uns nicht nochmal. Komm schon, dreh dich schneller. Boah, ich bin doch nicht hier. Ein Kreisel drehen. So, Feuer. Und jetzt langsam müssen wir sie doch mal so weit haben. Wow. Glück gehabt. Was der daneben geschossen hat beim ersten Mal. Ready to fire, sir. Yes, we did it. Ach so, wir sind jetzt schon bei der Hauptmission angekommen. Nein! Holy shit! God damn it! So, what will you do with your share of the gold we take from Governor Torres? Return to Africa, prince among men. I cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. But wouldn't you feel, I don't know, more welcome there? As you might feel more welcome in Paris. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. This country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. Let's take her then. For the citizens of Jackdaw! For the citizens of Jackdaw, that's right. That's the spirit. Catch the wind.
Sehr schön, jetzt müssen wir sowieso ein Fort einnehmen. That's how I like it. Fire! Nice! Naja, dabei sind wir schon lang weg. No problem at all. So, Leute. Feuer! Oh, der Mortar hat halt mal überhaupt nicht getroffen. That's shit. But that's not a problem at all, obviously. Oh, das war mal der eine Turm. Oh, shit. You fucking kidding me. Oh, weg hier. Sehr schön. Ah, wir müssen näher hin. Oh, shit. Jetzt fängt der auch noch an hier. Son of a fuck. You son of a fuck. Nice. Und du bist dran. Fire is my only order. Und der letzte. Yes, we did it. That was too easy. Yes. Let's get a little bit closer to finish the job. Sehr schön. Hoffentlich sind die Schiffe dann nachher noch da, damit wir die dann noch entern können. Und darum kümmere ich mich jetzt gerade erstmal nicht. Wir wollen jetzt erstmal das Fort hier fertig einnehmen. Das ist jetzt erstmal die erste Priorität. So, sehr schön. Na dann, nehmen wir das Fort ein. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich nochmal als Hauptmission kommt. Sonst hätte ich tatsächlich darauf gewartet, ehrlich gesagt. Aber gut, stört mich jetzt gerade kein bisschen. Dann kümmern wir uns eben noch um dieses Fort. So. Da geht's hoch. Capture the fort. Kill the fort's officer. Shouldn't be a problem at all. I will... Whoa. Fucking... Get him. Don't get it down. Das war's. Reach the war room. Yes, I will. Das ging jetzt aber wirklich verdammt schnell. Das ging verdammt schnell. Ups. Ich habe noch ein zweites Fort eingenommen oder ich glaube, ja, sogar noch ein drittes. Und das hat dann relativ lang gedauert, weil ich glaube, es waren 5 oder 6 Türme zu zerstören. Und 2 oder 3 so Officer zu töten. Well, hello, Your Excellency. I'd got word you might be here. I know your face, pirate. But your name was borrowed the last time we spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed them to you. Holy shit. 2 years ago, we offered a reward for this sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. We like this story, Torres. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. Genau wie es sich für einen Piraten gehört. The fort is ours! That's fucking awesome. Fort Nummer 4. Nice. Und Mission complete. Ah, cool.
ist eine optional objectives sogar erfüllt, ohne davon zu wissen. Use a running assassinate to kill the officer. Okay, ich habe leider von oben ihn getötet. Aber gut. Tod ist tot. I don't care. Sehr schön. Jetzt sehen wir da auch schon ein bisschen mehr. Und als nächstes, ich werde jetzt mich dann mal tatsächlich darum kümmern, die ganzen Forts da einzunehmen. Mein Schiff, unser Schiff, weiter auszubauen. Und dann kümmern wir uns mal um die legendären Schiffe da. Da traue ich mich gerade aktuell tatsächlich noch nicht dran. Ja. Und dann sollen wir schon nach Kingston fahren und die nächste Hauptmission starten. Oder nein, ich würde fast sagen, hier müsste es wieder eine Bribe. Ach so, den kann man... Nö, ist nicht nötig. Dann gibt es eine Assassinen-Mission. Den hätten wir schmieren können, damit unser Gesuchtstatus verschwindet. Aber der ist minimal. Weathering the Storm. Start Mission. Greetings, Privateer. I'm currently engaged in a most lucrative transaction with a Spanish governor. But there's a British fleet under the misapprehension that the goods in question belong to them. I would be eternally grateful if you could show them the error of their ways. Signed, Milo van der Graaf, honest businessman friend. Der schon wieder. Oh, na, jetzt habe ich ihn mal wieder abgelehnt. Natürlich. Sehr schön. Locate the British ships. Let's do this. Stop a moment. I can help you stay. Ja, du mich auch. I have no time for this. Hopp. Er klettert da rum wie ein Bescheuerter. Na dann. Ah, nice. Jawohl, das Schiff ist tatsächlich noch da. Ich habe ja nicht wirklich damit gerechnet. Aber den entern wir natürlich schnell. Unser Schiff ist vollkommen repariert. Okay, das heißt, wir können das Schiff benutzen, um unseren Gesuchtstatus tatsächlich verschwinden zu lassen. So. Sehr schön, Leute. Ist langsam. Müsste es doch gewesen sein, würde ich gerade sagen. Verdammt. Immer noch nicht. Ups. Du kannst mich hier gar nicht treffen, wollte ich sagen. Gott sei Dank. Oh, Mist. Nice. Oh, goddammit. You son of a fuck. Mist, hätte klappen können. Und, jawohl. That's how it works. Nice. What do we do with... Should we do with the ship? Lower wanted level. Of course. So, und dann suchen wir diese britischen Schiffe. Der Punkt ist da hinten gesetzt. 2000 Meter. Okay. 2000 Meter ist eine ganz schöne Entfernung. Hören wir der Crew doch ein bisschen beim Singen zu, würde ich sagen. Ich könnte es echt stundenlang machen. Ist richtig entspannend. Was kannst du? Eine Fregatte. Gut. Aber wir nehmen jetzt mal gerade keine... Wir greifen jetzt mal keine Schiffe an. Wir wollen unsere Assassinen-Mission beenden. Sind da schon fast nur noch 1000 Meter. Gut, jetzt sind wir gleich im Zielgebiet. Und müssen... Ausschau halten nach den britischen Schiffen. Wobei, wie soll man die denn hier in dem Sturm finden? Holy shit, hey. I can't see shit. Oh. Die Wellen, hey. I mean, seriously. Ich sehe fast nichts. Wie soll ich da Schiffe finden? Gefunden. Sink the British fleet. No problem. Aber wir müssen uns beeilen. Die segeln uns... Die segeln ganz schön schnell, hey. Ich habe gedacht, die segeln auf uns zu, aber nee, die hauen ab. Fire!
So, Leute. Ready to fire! Und einmal rammen. Oh, ich habe echt geglaubt, dass das reicht. Hat leider nicht ganz ausgereicht. Aber das sollte es gewesen sein. Wow. Kam Blitz eingeschlagen in das Schiff. Jawohl. Oh. Alter, die Wellen machen es nicht einfacher, die Schiffe anzuvisieren. Oh, das war mal der Kleine. You are next. Komm her. Ah, das mit den Wellen ist echt ziemlich scheiße. Rescue. Sehr schön, der gehört jetzt mal zu uns. Are you mad, Captain? Maybe a little bit. But you have to be. Yes. Sehr schön. So, einmal drehen. Wir wollen ja nicht fliehen. Im Gegenteil, wir wollen sie versenken. Ach, die versenken wir auch schnell. Egal. So, Loot. Sehr schön. Jetzt sind doch schon nur noch zwei da. Ja, komm, komm. Die Welle, wenn abebbt. Dann kümmern wir uns um den da. Und du bist der Letzte. Wow, hey. The fuck are you doing? Boah, also hier zu lenken in dem Sturm ist echt scheiß schwer bis nicht möglich. Das war ein Treffer. Oh, shit. Weg, 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 weg. Puh, der war knapp. Der war richtig knapp. Und das war's. Jawohl. So, den entern wir jetzt aber. Damit wir unser Schiff reparieren. Oh ne, warte mal, das ist ja noch einer. Oder? Sah grad so aus. I'm not sure. So, und um den kümmern wir uns jetzt noch schnell. Und das dürfte es gewesen sein. Na dann. Kill enemy crew. Let's do this. Nice. Oh, goddammit. Oh, Mist, waren das schon alle Schüsse? Verdammt. Und da geht er. Verdammt. Ich habe irgendwie gehofft, dass er den automatisch angreift, dann im Sprung. Au! Lässt du das sein? Und. Hau halt. Beruf. Verdammt. Entscheidest du dich mal für einen, den du angreifen willst? Aber egal, Hauptsache geschafft. Das ist die Hauptsache. So. Repair ship. Repair the Jackdaw. Sink the British fleet. Erledigt. Naval contract. That's awesome. Sehr schön, we did it. Ja, dann würde ich fast sagen, wir beenden diese Folge hier. In der nächsten Folge werden wir nach Kingston fahren und die nächste Hauptmission tatsächlich schon in Angriff nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.